meine Freunde, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Wir sind immer noch im Livestream und der Livestream denkt sich nur so, Digga, warum sagst du die ganze Zeit Tschüss und dann wieder Hallo? Weil ich's kann. In diesem Sinne, herzlich willkommen wieder zu Pokémon Snap. Und wir sind auf dem Weg ins Basiscamp. Zu unserer dritten Mission wahrscheinlich schon. Denn der Professor möchte was von uns. Oha. Was geht denn da ab? Interessant. Moonmeisters! Was geht denn? Es ist etwas Unglaubliches passiert. Schau dir das an. Die Nude-Zentrale ist hochgegangen. Also, als du dich der Blumenwiese genähert hast, da habe ich einen gewaltigen Energieanstieg gemessen. Das liegt einfach an mir. Ich bin einfach fucking sexy. Und die Quelle dieser Energie hat sich bewegt, wenn auch nur ein klein bisschen. Das heißt, es war ein Lumina-Pokémon. Ich kann es noch nicht mit Gewissheit sagen, aber ich denke schon. Okay, also anscheinend ziehen wir die Pokémon an. Weil, oh, warum nicht? Ja. Artus, wunderschönen guten Abend. Hi, servus. Okay, anscheinend sind wir die krassen Motherfucker, die Lumina-Pokémon entdecken können. Somit gehen wir jetzt ran auf die Forschung. In die Lumina-Zone. Okay, keine Ahnung, was die Lumina-Zone ist. Anscheinend, da sind Lumina-Pokémons. Wir werden wieder durchsnappen. Auf tiefenentspannt. Das Signal kommt von da drüben. Okay, dort drüben. Könntest du ein bisschen umsehen? Ja klar, Diggi. Kein Problem. Ich mach die Newt. Ich mach die Newt ready. Kann ich jetzt laufen? Oha, was geht denn jetzt ab? Yo! Es ist schon gut gemacht, ne? Es ist schon gut gemacht. Ich hab's gesagt, es ist ein Shelterer. Ich hab's gesagt. Das ist kein Shelterer! Das ist... Oh mein Gott! Und immer noch verpeilt, Alter, wie früher. Oh Gott. Megani, Alter. Ich fand Loblad ja immer lustiger, ne? Aber Megani ist halt schon cool. Digga, da machen wir jetzt Dauerfoto draus. Bab. Alles, alles. Arschloch fotografieren. Alles wird hier fotografiert. Muss auch ganz drauf passen. Okay, ist jetzt. Ja, ja, schön, schön. Oha, was geht denn hier ab? Bab. Zeig mir deine Schokoseite, Baby! Rinda! Pretty Belinda! Oha! Wir sind da! Kein Problem, Alter. What the fuck? Können wir irgendwie schneller fahren? Würde ich ja schon fühlen. Das Kampfauge. Oh, ja, 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 jetzt pass auf. Hup. 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 Ich will die Blüte, Mann! Ich will die Sprosse sehen. Schöne Augen, schöne Augen. Füße, Füße für die Fetische. Ist hier noch irgendwas, was wir vielleicht wichtig sehen sollten? Nee. Oh, 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 oh. Oh, rechtzeitig, rechtzeitig, rechtzeitig. Gut gemacht, gut gemacht. Ja, 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 wir sind da. Wir sind da, wir zeig uns die Schokoseite, komm. Rennen, 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 Isabel, rennen. Oha, frisst er jetzt vom Baum? Oh, er macht Verstecker, Rino. Kein Problem. Ab. Boom! In your face, bitches! Boop! Alter, mega Megani, Alter. Mashallah! Goodbye, Alter! Goodbye, Mann! Okay, es macht schon Bock, ne? Aber stellt euch mal so vor, irgendwie so Dialga oder so, kommt da mal kurz angechillt. Und, wir können dann so ein Lechi-Pokémon einfach mal komplett auseinander fotografieren. Die Schokoseite zeigen lassen. Auf einer anderen Ebene. Würde ich ja hart fühlen. So. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte. Aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Bitte sag mir nicht, ich darf jetzt nur ein Foto zeigen.
Okay, anscheinend kann ich nicht jedes Foto zeigen. Anscheinend nur die, die wirklich dieses Phänomen zeigen, also dass sie leuchten. Okay, scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Hätte ich hier noch was gehabt? Boah, Alter, die Bilder sind halt alle gut. Ich muss mich ja schon loben. Okay, was gebe ich ab? Das ist halt schon gut. Warte mal, ich will das noch nicht. Das ist aber auch gut. So eine Nahaufnahme. Puh, ich weiß nicht, Alter. Die Pose ist wild. Die Nahaufnahme ist auch gut. Das sind halt gute. Das ist auch gut. Ich will nicht nur eins abgeben. Weil hier sieht man auch sehr viel Lumina-Effekt. Das sind halt auch alles 2 Sterne. Ey, Chat, das ist nicht einfach. Ich glaube, ich nehme das hier, weil du da viel Lumina-Effekt hast. Welches war das jetzt? 24, ne? Aber persönlich hätte ich das andere eher genommen. Okay, Kristallblume. So, schauen wir mal, was er dazu sagt. Die Pose ist eigentlich cool, weil es ist ja eigentlich dieser Schrei. Okay, 1900 für die Pose. Das ist schon mal cool, 2 Sterne. 5200. Okay, ja, lässt sich arbeiten. So. 60.000 Punkte bis Level 3. Da sind wir schon direkt Level 2 aufgestiegen. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen echt dann jetzt gleich mal gucken. Wir fangen jetzt gleich mal wieder bei Tag an. Also außer es wird jetzt hier irgendwie gleich nochmal was Neues. Es gibt schon wieder was Neues. Oh, Diggi, schon wieder was Neues. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich würde gerne nicht nur das Arschloch hier haben, sondern ich würde gerne noch das ein oder andere speichern. Zum Beispiel das hier, das finde ich ganz cool. Aber auch natürlich das, was ich da reingetan habe und das hier. Also es war wichtig, dass man da den Linear-Effekt mit benutzt. Habe ich verstanden? Werde ich mir fürs nächste Mal merken. Also lieber mehr Zeit lassen für das perfekte Bild. Anstatt hart durchzuhasseln. Verstehe, verstehe, verstehe. Ah, du bist zurück. Und? Was sagst du? War es nicht wunderschön? Ja, das war schon ganz geil. Also, wenn das jetzt so. Ich würde ja diesen Lumina-Effekt auch einfach so random fühlen. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht immer nur in diesen. Extra-Zone, sondern wenn das dann auch so einfach so mittendrin passieren könnte. Übrigens, wir sind jetzt am nächsten Tag. Oh, da läuft ein Evoli. Leute, wenn ich irgendwelche Evoli-Entwicklungen sehe, ey, ich zock die Wege 6-mal. Ich als Evoli-Fan. Okay. Möchtest du offiziell unserem Forschungsteam beitreten? Ich weiß nicht, ich muss doch, oder? Oh Gott, sie sagt einfach ja, Mann. Jetzt kriege ich noch ein Mitgliederabzeichen. Ja, wow. Cool, danke. So dieser Fake-Orden, oder? Wow, Alter, ich fühle mich ja richtig cool. Was für eine Zuschaueranzahl. Diggi, ich weiß noch nicht, wie viele Zuschauer ich hier am Start habe. Meinst du, ich habe das offen? Oh, ist so chillig. Aber selbst das ist nicht schlimm, weil ich ja eh aufnehme. Noch für YouTube. Also somit, weißt du? So. Gut.
Jetzt, wo du ein offizielles Mitglied unseres Teams bist, möchte ich dir noch etwas geben. Rita, du willst wieder die Erklärung. Oh Gott, jetzt gibt's das mit Essen, ne? Smarter Apfel. Jut. So, also mit B schmeiße ich den Apfel. Easy, verstehe. Und jetzt kann ich ein cooles Bild machen, wie ein Pikachu einen Apfel isst. Okay. Das hat sich gerade gefreut. Ja, Pikachu! Ja, fress! Werd fett! Komm! Hallo, guck in die Kamera, du dummes Pikachu. Okay, hab ich verstanden. Easy. So. Okay, easy. Okay, oben gibt es noch die Nachrichten, die sehr nützlich sein könnten. Das heißt, da steht dann sowas wie, wir haben hier mein Gesicht. Ah, nee, das sind Aufträge. Okay, cool. Ich frage mich, wie es aussieht, wenn ich gehen, bis wir nicht... okay. Also, das sind halt so... Okay, ich verstehe. Okay. Cool. Dann werden wir mal so Aufträge auch angehen. Denn wir werden gucken mal, welche welches Pokémon das geröstete Nüsschen da die ganze Zeit da lässt. Ich denke ja mal Emolga. Aber mal schauen. Ich finde das jetzt mal cool, ich würde das nicht überspringen. Oha! Okay, es hat sich auf jeden Fall schon mal was geändert. So. Okay, die zwei tanzen hier rum. So, mal ganz kurz konzentrieren. Bei Tag, sehr cooles Bild. Wie so Fang. Die zwei Verrückten rennen da immer noch rum. Okay. Das hat ja schon mal funktioniert. Lol, warte mal. Das chillt ja hier am Baum. Das haben wir auch noch nicht. Pizza. Ah, leider falsch rum. Ja, dort ist Emolga, ne? Ja, das ist Emolga. Ah, das soll mal einer sagen. Ich hätte... kein Pokéverständnis. Ja. Okay, für dich. Mompel. Für dich. Sehr cooles Bild übrigens. Okay, das war auch gut. So, ist irgendwas hier dahinter mir passiert? Nee, ich glaube nicht. Ja, beim Sport. Schalvini hier. Ach nee, zu spät. Komm, streckt euren Hals nochmal. Boah, süß. Sehr, sehr süß.
Aber Mann, du kannst doch bestimmt auch einen Apfel essen. Nein, der scheiß Busch. Ein Kokon. Nein, nein, fotografieren. Ja, das war zu spät. Hier nochmal das Foto. Aber du. Aber. Ja, wir sind. Also, ich bin deutlich zu langsam. Arthur, nee, habe ich nicht gesehen. Oh, machst du eine Attacke? Okay, cool. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Lass uns doch mal probieren, hier die Natur des Naturkraft zu bekommen. Okay, jetzt laufen die auch hier schon rum. Oder ist der vorbei? Ja, ich weiß. Ich glaube, die ist aber keine Vegetarierin. Gefühlt. Komm, Naturkraft. Ah, verdammt schönes Pokémon. Ja, okay. Also das war actually keine gute Runde. Das war actually keine gute Runde. Aber ich glaube, das ein oder andere gute Bild ist da. Ah, schade, schade, schade. So, Bisofunk haben wir uns vielleicht tagsüber verbessert. Hier durch dieses Bild haben wir hier was Gutes gemacht. Das ist auf jeden Fall deutlich besser. Hier haben wir. Ich weiß nicht, ob es schlecht ist, weil wir. Ah, was ist denn da jetzt gut? Aber. Gibt schon eine. Ja, das sind beides 3 Sterne, ne? Das sind hier alles 3 Sterne, Dinger. Dann lass uns doch den Apfel mal wegnehmen. Wampel. 2 Sterne. Das ist schon cool. Aber ich glaube, wir werden beide keine 3000 Punkte überknacken. Wir nehmen mal das Flug. Hutot wird auch nicht besser sein. Pichu war nicht gut, aber wir lassen es mal punkten für die EP. Okay, wir testen das mal. Obwohl das ein 2 Sterne ist. Wie auch immer das ein 2 Sterne sein konnte. War auch mehr Glück als Verstand, das ist halt auch Bullshit. Da rennt's, aber das ist halt auch nicht gut. Das ist ganz okay. Auch ganz okay, aber auch nicht schön. Allgemein, ich halte nicht viel von dem Pokémon. Hm. Ich glaube, so ist es ganz okay. Ich glaube, so können wir abgeben. Ah, nee, warte mal. So, papp. Aber, naja, ich struggle auch ein bisschen, ne? Muss ich auch ehrlich sagen. Ganz zufrieden bin ich da jetzt nicht. Okay, Bisofunk deutlich verbessert. Das war die Pose. Aber das war ja auch klar bei tagsüber. So. Da bin ich ja gespannt, ob das punktet. Nee, ne? Das holt nicht mehr raus. Ich dachte, da man den Butterfly richtig sieht. Da müsste es deutlich besser werden eigentlich. Ja. Das war klar. Emolga, Alter. Emolga ist einfach irgendwie so das Pokémon, das ich am meisten feiere gerade. Ich bin einfach ein Emolga-Trainer. Ah, gut. Natürlich. Stufe 2 Bild. Okay, auch cool. Hat doch mehr gebracht als gedacht. Da auch. Ich finde es cool, dass man halt sieht, okay, man verbessert sich deutlichst. Aber ich finde ein bisschen das Kameraschwenken zu langsam.
Ist das besser? Das finde ich halt irgendwie komisch. Okay. Das ist nicht gut, das ist Stufe 2. Wir behalten das Pichu-Bild. Ja, Hothot, das wird er nicht übertreffen. Nee. Wir halten das. Ja, okay. Und das Kabador-Bild. Das ist einfach nur fucking Kabador. Ich bin mal gespannt, ob man Entwicklungen sieht. Also, dass wenn sich ein Pokémon entwickelt, ob man das fotografieren kann. Das wäre ja echt actually cool. So, wir müssten eigentlich vom Forschungslevel eigentlich auch ganz gut dabei wieder sein. Bab. Speichern wir hier irgendwas im ich glaube so ein Emolga-Bild. Kann man dann schon mal ganz kurz mal speichern. Ansonsten, Guys, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Und ansonsten, spitze und Brust. Bis dahin, haut's rein. Tschüss.